jetzt kein Hype, ja, den willst du auch nicht kriegen, alles klar. Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Abgesehen davon, dass man das akustisch gar nicht versteht, als hättest du beim Mixen einfach deine Kopfhörer vergessen und der Beat ist ganz okay. Dicker, weißt du, was das heißt, dass du keinen scheiß Front in der Runde eingereicht hast, aber das finde ich ganz nett, ich komm damit durchaus klar. Meine Stimme klingt gedrückt, deine Stimme klingt wie 5 und was da besser ist, kannst du dir selber aussuchen. Und ob du auf meine Beat rappen kannst, wenn deine Stimme weniger Volumen hat als dein Schwanz. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht wie Atheisten. Und da fällt mir auf, dass bei Chen nicht wie Vergleiche stellt. Doch hab keinen Plan, wie das geht, wie Scheiße zu flauen. Aber da kannst du mir Tipps geben, wie beim Bauen und die erste Punchline direkt verhauen. Tiefer aus dem Arsch gezogen wurde als mein Schwanz bei deiner Freundin, die ebenfalls keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Und das vollkommen zurecht. Du bist kein Sex, ja. Den willst du auch nicht kriegen, sagte Kai entsetzt zu seiner Freundin, gell? Kommt gut. Wie ein Schoolshoot oder so. Willst du ein Kaugummi? Ich bin eigentlich schon satt, aber kriegst auch keins. Ja, kommt gut. Willst du wieder ein Rap? Der ist weg. Schmutz.